Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Rauschen von Uwe Kulnig. Vor mir lag die rotbraune Dornbusch-Savanne. Am Horizont schimmerte das von Jahrmillionen geschleifte Gebirge wie ein riesiges, am Boden kauerndes, kraftloses Tier. Alles wirkte, als sei es schon immer da gewesen. Die verdorrten Gräser und Stubben und der feine rote Sand sind erstarrt in der Mittagsglut. Einzelne Tierpfade schlängeln sich durch fast undurchdringliches Gestrüpp. Mit fingerlangen Dornen greifen dürre Zweige nach jeder Kreatur. Felsen, geborstene Steine und nahezu unzerstörbare Kristalle, die überall aus dem Boden wachsen, Millionen Jahre alte Reste der Erosion, bildeten die Kulisse. Die Hitze war wirklich gewaltig. Die Sonne blendete mich und ihre Glut trocknete meinen Schweiß im Moment seines Entstehens. Der rote Staub brannte in meinen Augen und verursachte einen bitteren Geschmack auf der Zunge. Seit Morgengrauen schon hatte ich die Lebendfallen für die Geparde kontrolliert, aber außer einem Honigdachs, einem wilden, bissigen Vieh, das ich gleich wieder freiließ, hatte ich nichts gefangen. Erschöpft vom stundenlangen Herumfahren und dem Aufhängen neuer Köder setzte ich mich irgendwo in den spärlichen Schatten einiger kleiner Tamarisken. Die Blätter leuchteten hellgrün und winzig strahlende gelbe Blüten hockten auf den Zweigen. Sie schienen völlig fehl am Platz inmitten von Staub und Hitze. Ein Termitenhügel stand am Rand der schmalen Tamariskengruppe. Der Hügel überragte mich deutlich. Sie wachsen jede Nacht ein bisschen, diese tonnenschweren Gebilde aus rotem Sand und Termitenspeichel. Ich setzte mich also auf den Boden und legte das Ohr an den Termitenturm, schloss die Augen und träumte mich in sein Inneres. Es rauscht und wispert im Bau. Kleine, blasse Kreaturen eilen unter der steinharten Hülle umher. Wo ein wenig Schatten auf den Hügel fällt, rauscht es stärker als in der prallen Sonne. Dort ist es etwas kühler unter der Sandhaut. Ich war allein mit den unsichtbaren, stummen Insekten, die auf Millionen Beinchen in der Dunkelheit umherhasteten, allein und wunderbar weit weg von meinem Leben in Deutschland. Etwas schreckte mich auf. Ich kannte das Geräusch. Dornenspitzen sirrten durch das Fell eines durch die Büsche drängenden Tieres. Bewegungslos blickte ich durch meine kaum geöffneten Lider. Und direkt vor mir, wenige Meter entfernt, stand es. Allein. Unbeweglich und schmerzhaft schön. Schon die Silhouette zeigte seine Anmut und Kraft. Das Fell glänzte grau, schwarz und weiß. Der Oryxbulle stand unbeweglich und wartete. Seine Nüstern sogen geräuschvoll die Luft ein. Wir waren allein an diesem brennend heißen Ort. Das Tier bemerkte mich nicht. Der Wind stand günstig. Reglos blieb ich sitzen und sah es nur an. Der Oryx war perfekt. Die Beine in den Staub gestemmt, blickte er nach vorn. Kein Muskel zuckte. Die langen Hörner stachen wie Lanzen in den blauen Himmel. Ein Viehzaun zerteilte die Landschaft vor uns, vielleicht 2 Meter hoch. Für Rinder unüberwindbar sind diese Zäune für Zebras, Kudus und Buschböcke praktisch nicht vorhanden.
Oft hatte ich von weitem Tiere elegant über die Zäune hinwegsetzen sehen. Mit Kraft und Eleganz flogen auch die gewaltigen Oryx auf ihren Wanderungen über diese Hindernisse hinweg und setzten ihren Weg dann unbeeindruckt fort. Der Bulle taxierte den Zaun. Er würde springen. Langsam begann er die Bewegung. Er machte ein paar Schritte vorwärts, wurde schneller, sammelte seine Konzentration, sein Schwanz peitschte die Luft, dann hob er die Vorderhufe, spannte den Körper, die Hinterbeine beugten sich, um sich sofort wieder zu strecken, und gerade als er losflog, bemerkte er mich. Ein Geräusch, eine winzige Bewegung vielleicht, der Kopf ruckte zu mir herum. Sein Körper verließ den Boden, stieg in die Luft. Seine Augen suchten die Quelle der Störung. Der Sprung wurde halbherzig und unkonzentriert. Einen Augenblick schwebte das Tier über den Zaun. Dann schlug sein linkes Hinterbein gegen den Draht. Der kraftstrotzende Oryx-Bulle verlor die Balance, drehte sich etwas um seine Längsachse und fiel. Bisher war alles fast geräuschlos geschehen. Nun stürzte das schwere Tier mit dumpfem Ton auf die linke Seite. Seine Rippen krachten auf die aus dem Boden ragenden Kristallnadeln. Der Aufprall hämmerte die Luft aus den Lungen. Fellriss, Knochen brachen. Prasselnd rutschte der Oryx den Kopf voran in einen Dornbusch hinein. Ein Schrei! Nein, nicht das Tier schrie, ich war es, und es riss mich nach vorne, als könne ich noch irgendwas retten. Sofort versuchte der Bulle auf die Beine zu kommen. Nochmal und nochmal und nochmal. Seine Hörner zerfetzten die Zweige des Busches mit verzweifelter Wut und Gewalt. Ein weiterer, von tiefem Stöhnen begleiteter Versuch hochzukommen, scheiterte. Dann wurde alles wieder ganz still. Langsam legte sich der Staub. Das Tier kauerte am Boden und starrte mich an. Wir zitterten vor Angst und Erregung. Nur nicht bewegen. Sicher würde es jede Sekunde aufspringen und fortlaufen. Aber nein. Viel zu brutal war der Sturz. Und dann diese Stille. Dieses verdammte, teilnahmslose Schweigen des glühend heißen Mittags. Nach einer Weile stand ich unsicher auf. Alles war plötzlich ganz anders. Meine Müdigkeit, die Zufriedenheit, die Ruhe des Augenblicks, die Schönheit des Tieres, das sogenannte Gleichgewicht der Natur, all das war zerstört. War ich schuld? Oder war das einfach die bedeutungsleere Zufälligkeit der Wildnis? War der Bulle nur angeschlagen und konnte er wieder auf die Beine kommen? Nur nicht näher gehen, nicht noch mehr stressen. Ich trat hinter den Termitenhügel und hielt mich an ihm fest. Zeit. Gib ihm Zeit, um diesen Sturz wegzustecken und vielleicht doch wieder aufzustehen. Zahlreiche vergebliche Versuche des Tieres, auf die Beine zu kommen, zeigten, dass er verloren war. Inzwischen stand blutiger Schaum vor seinem Maul. Rippen mussten gebrochen und in die Lunge gedrungen sein. Der Bulle atmete flach und hechelnd. Ich konnte jetzt erkennen, dass sein Knochen das Fell seines vorderen Vorderlaufs durchbohrt hatte. Das ist das Aus für ein Huftier in der Wildnis. Das schöne Tiergesicht mit seinen schwarzen Augen sah mich unverwandt an. Die Streifen, die den Tieren ihr unverwechselbares Aussehen geben, sahen plötzlich aus wie Tränen. Ich hörte nur das Diri-Diri-Diri der Steppenhühner und sein schweres Keuchen. Ich wusste, Sterben kann lange dauern in der Wildnis.
Ich bin Wissenschaftler und habe normalerweise im Feld kein Gewehr bei mir. Nur ein Jagdmesser hatte ich am Gürtel. Sicher hätten unsere Buschmänner das Tier damit töten können. Ich könnte niemals auch nur in die Nähe dieses Bullen kommen, ohne von seinen scharfen Waffen zerrissen zu werden. Löwen. Seit mehr als 100 Jahren gibt es hier im Süden Namibias keine frei lebenden Löwen mehr. Wie wir aus telemetrischen Messungen wussten, waren die Leoparden seit ein paar Tagen in den fernen Bergen. Die hier jagenden Geparde sind keine Gefahr für Oryx-Antilopen. Auch nicht für dieses verletzte Tier. Also fuhr ich zum Camp. Hilfe holen. Nach 3 Stunden kamen wir zurück. Assa, der Buschmann, der uns bei unseren Feldforschungen half, und Keith, ein Farmer und Jäger. Ich hatte mich verfahren und wir mussten umständlich dem Zaun folgen. Endlich erkannte ich den Blick auf die Berge und das Tamariskengebüsch und den Termitenhügel. Wir hielten in einiger Entfernung. Assa ging voraus, wie immer, wenn wir uns wilden Tieren näherten. Einige Büsche versperrten uns die Sicht. Er kletterte durch den Zaun und schlich leicht gebückt und nach Pferden suchend auf die von mir bezeichnete Stelle zu. Als er freien Blick hatte, blieb er stehen, sah gespannt nach vorn und richtete sich langsam auf. Dann sah er sich um und winkte uns heran. Krachend lud Keith sein Gewehr durch, bevor wir durch den Zaun kletterten. Der Bulle lag in einem Meer von Blut. Seine Schnauze war zerrissen, die Lenden aufgebrochen und die Genitalien verschwunden, der Anus zerfetzt und der Darm weit herausgezerrt. Nur noch spärlich sickerte Blut aus dem Kadaver. Das Vorderbein war an der Bruchstelle abgebissen und verschwunden. Der Hals zeigte eine Menge oberflächlicher Verletzung, aber an der Kehle fehlte der Todesbiss. Aber es gibt doch seit langem keine Löwen mehr hier und ein Leopard hätte das nicht anrichten können. Wer? Sagte Assa heiser und dann noch etwas in der fremden Klicksprache der Sanbusch-Leute. Wolf heißt auf Afrikaans Hyäne. Ich hatte die Hyänen vergessen. Assa nahm sein Messer aus dem Gürtel und kniete beim Kadaver nieder. Ich wandte mich ab. Ganz ohne Absicht blieb mein Blick am Termitenhügel hängen, wo ich vorhin noch gesessen und das wunderschöne Tier beobachtet hatte. Das Hasten der im Dunkeln hausenden Kreaturen geht weiter. Es existiert fort, ebenso wie der Tod und unser Erschrecken über ihn. Das Rauschen aber geht weiter und weiter und weiter. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.